Man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land, raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat. Man sagt, er war ein Dichter, seine Worte hatten Stil. Wer ihn hörte, schwieg betroffen und ein Sturm war plötzlich still. Seine Bilder und Vergleiche waren schwierig zu verstehen, doch die Leute saßen stundenlang, ihn zu hören und zu sehen. Man sagt, er war ein Zauberer. An Wundern fehlt es nicht. Er ging zu Fuß auf einem See und gab dem Blinden Augenlicht. Machte Wein aus klarem Wasser, kannte Tricks mit Fisch und Brot. Und er sprach von einer Neugeburt, weckte Menschen auf vom Tod. Man sagt, er war Politiker. Der rief, ich mache euch frei. Und die Masse wollte gern, dass er ihr neuer König sei. Er sprach laut von Korruption und wies auf Unrecht offen hin. Doch man hasste seinen Einfluss und so kreuzigte sie ihn. Also nach meiner Erkenntnis in der Vorbereitung, das aus den 70er Jahren stammt, von Andreas Malessa, fasst aber dieses Lied knapp zusammen zu der Sichtweise, die man von Jesus hat, die man damals hatte, also nicht erst zur Zeit, als das Lied entstanden ist, sondern schon zur Zeit Jesu und die uns durch die ganze Geschichte bis heute begleitet. Es fasst also zusammen, wie Menschen Jesus Christus verstehen. Man könnte den Gottesdienst füllen mit Zitaten, um das deutlich zu machen. Zusammengefasst in diesem Lied wird es deutlich, die einen sagen, der Gammler mit einem Pulk von Anhängern im Gefolge. Die anderen sagen, der Dichter mit seinen Geschichten und Gleichnissen. Der Zauberer, der Wunder an anderen Menschen bewirkt. Der Politiker, der für eine neue Gerechtigkeit war. Und natürlich Gottes Sohn. Und die letzte Strophe habe ich euch vorenthalten, die könnt ihr jetzt sehen. Da heißt es, er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein, offenbarte Gottes Art, um aus der Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Wenn man nach einem großen, umfassenden Geheimnis sucht, also nach einem Geheimnis, was einem Menschen umgibt, dann glaube ich, ist es nicht übertrieben zu sagen, dann dreht es sich um die Person von Jesus. Wer war er wirklich? Und in der Passionszeit macht es Sinn, neu darüber nachzudenken. Wir sind darauf hingewiesen worden vom Thorsten in der Hinführung, dass wir Bergfest haben, die Hälfte der Zeit ist rum, dass wir uns darauf konzentrieren, wer war Jesus? Und es bleibt für viele Menschen ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was die Person von Jesus Christus angeht. Grundsätzlich ist es ja üblich in unserer Welt, dass man Geheimnisse schützt, dass man sie also nicht ausplaudert. Und bei manchen wird man sogar darauf mit einem Amtseid verdonnert. Und ich möchte gern mit uns gemeinsam darüber nachdenken, wie ist das denn erkennbar geworden, dass das Anliegen Gottes ist, dieses Geheimnis zu offenbaren. Wenn er also möchte, wie es im ersten Timotheusbrief heißt, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich nehme uns in einen Gang mit hinein, um deutlich zu machen, wo wir heute eigentlich stehen. Man wusste im Alten Testament, wusste das jüdische Volk also von den Verheißungen. Von den Verheißungen, die sich um die Person von Jesus Christus drehten. Man wusste also um die Verheißung des sogenannten Messias, des Heilandes. Die werden also im Alten Testament vorgezeichnet. Man könnte fast sagen, wir finden so etwas wie eine Biografie von einem Menschen, der noch gar nicht lebt. Normalerweise werden Biografien von Menschen geschrieben, wenn sie gestorben sind. Und wenn sie zu Lebzeiten sind, dann sind es Autobiografien. Nur von einem einzigen Menschen in der Weltgeschichte gibt es also in vielen Einzelheiten einen biografischen Abriss. Also eine Biografie von Jesus Christus, der erst 400 Jahre später geboren wird. Das muss man sich vorstellen. Wir finden also im Alten Testament etwas vorgezeichnet, was sich 400 Jahre später in der Person von dem Sohn Gottes Jesus Christus ereignet. Es beginnt im Stammbaum, da lesen wir es.
Christus wird also aus dem Stamm von Juda kommen. Es geht bei der Bestimmung des Geburtsortes weiter, Bethlehem. Es geht weiter bei der Tatsache, dass die Frau, die Jesus zur Welt bringen wird, eine Jungfrau sein wird. Das ist Maria. Die Bestimmung seines Geschlechtes, dass es ein Junge sein wird und dass sein Name Jesus heißen wird, finden wir. Es heißt auch ausdrücklich, dass hohe Persönlichkeiten ihn aufsuchen und ihn anbeten. Und wir werden natürlich damit unwillkürlich an die Weisen erinnert, im Morgenland oder aus dem Morgenland. Sogar die Aufgabe seines Lebens wird beschrieben. Da heißt es bei der Geburtsankündigung an Maria, seine Herrschaft ist groß und bringt Frieden ohne Ende. Das zeichnet sich also vor im Alten Testament. Und erst durch das Neue Testament wissen wir von der Erfüllung dieser Verheißung über Jesus. Und seinen geschichtlichen Lauf nimmt das Ganze mit der Geburt Jesu. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit, sagt Paulus den Christen in Galatien, sandte er seinen Sohn zu uns. Gott sandte seinen Sohn. Er kommt also vom Vater im Himmel. Gott war in Christus. In seinen Sohn offenbart Gott sich offenbar. Es wird also das Wirken von Jesus, von seinem Sterben, von seinem Auferstehen, das tritt also in Erfüllung. Es wird tatsächlich nicht nur beschrieben. Und so beginnt dann das öffentliche Wirken Jesu, nachdem er geboren ist und 30 Jahre lang im Schatten gelebt hat, mit den richtungsweisenden Worten von Jesus selbst, indem er sagt, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist angekommen. Das heißt, sie ist da. Dafür erhält Jesus Christus also eine ganz klare und auch sehr einzigartige Berechtigung, nämlich durch Gott selbst. Und man könnte so sagen, aus dem geöffneten Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Die Zeit der Verborgenheit Gottes, die im Alten Testament vorgezeichnet war und im Neuen Testament beschrieben wird und dann in der Geschichte auch stattfindet, die ist längst vorbei. Und deshalb lesen wir dann im Neuen Testament solche Situationen und Geschichten, wo der Sohn Gottes in der Lage ist, Besessene von der Tyrannei der Dämonen zu befreien. Deshalb lesen wir, wie der Sohn Gottes Gelähmte heilt, wiederherstellt. Wie er Aussätzige wieder gesund macht, wie Blinde sehend werden, Taubstumme hören und sprechen können. Wir werden durch den Sohn Gottes daran erinnert, wie er langjährig Erkrankte heilt und sogar Verstorbene zum Leben erweckt. Und wenn man die Evangelien weiterliest, dann merkt man, es gibt zahlreiche Rettungsgeschichten, in denen der Sohn Gottes sich als Herr über die Not und den Mangel der Menschen erweist. Soweit mal dieser Abriss zu der Frage, der verborgene Gott in Jesus Christus. Und die Frage, über die ich mit euch nachdenken möchte, ist die Frage, warum ist denn dennoch Jesus Christus oft nicht erkannt worden? Das ist ja etwas, was ihn seit seiner Geburt begleitet, bis heute und bis zum Wiederkommen Jesu begleiten wird. Warum wird Jesus häufig von den Menschen nicht erkannt? Weder von den Juden noch vom übrigen Volk, manchmal sogar von seinen Jüngern nicht. Ich will das unterstreichen, indem ich diese 3-4 Gruppen exemplarisch benenne. Und immer mit diesem Gedanken, wo deutlich wird, sie haben Gott in Jesus Christus nicht erkannt. Exemplarisch dafür steht also für das ganze jüdische Volk die Aussage, die für die, die sich an die Bibellese orientieren, ihr in diesen Tagen gelesen habt, als Jesus sich Jerusalem nähert und die Stadt vor ihm liegen sieht, da heißt es, er weinte über sie. Und dann sagt er diesen bemerkenswerten Satz, der deutlich macht, dass sie ihn noch nicht erkannt haben. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Und wenn man zu dem jüdischen Volk noch die anderen Völker dazu nimmt und sich an die Aussage aus dem ersten Kapitel im Johannesevangelium erinnert, dann wird auch deutlich, dass sie oft Jesus nicht erkannten. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn entstanden, aber sie erkannten ihn nicht. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind so eine dritte Gruppe,
die ihn immer wieder in die Falle locken wollen, die ihn immer wieder Fragen stellen. Mit welchem Recht trittst du auf? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so aufzutreten? Und als er dann in der Verurteilung sich bekennt, dass er der Gottessohn ist, dann zerreißt der Priester sein Gewand und sagt, das ist Gotteslästerung. Und selbst bei den Jüngern, wenn wir mal bei der Passionszeit bleiben, dann gibt es in der Passionszeit ja drei sogenannte Leidensankündigungen. Dreimal kündigt er in dieser Passionszeit an, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, dass er zum Vater zurückgehen wird. Und dann heißt es immer durchgängig, die 12 verstanden kein Wort. Der Sinn dieser Worte blieb ihnen verborgen. Sie begriffen nicht, wovon er sprach. Für wen halten die Menschen Jesus Christus? Und ich möchte gern, dass diese Frage dich im Gottesdienst und darüber hinaus begleitet, deshalb auch persönlich. Für wen hältst du Jesus Christus? Ich halte das für eine entscheidend wichtige Frage. Für wen hältst du Jesus Christus? Denn genau diese Frage stellt Jesus ja den Jüngern einmal. Und ich lade euch ein, diesen Text mitzulesen. Ihr findet ihn hier vorne bei Matthäus 16. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Fragt er seine Jünger. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also wir lesen, dass Jesus selbst diese Frage bewegt, nachdem er jetzt schon unterwegs ist mit den Jüngern. In mehreren Orten genau das getan hat, wovon ich vorhin gesprochen habe. Dass er sagt, für wen halten mich eigentlich die Menschen? Und die Jünger antworten sehr ehrlich darauf. Johannes der Täufer, der Prototyp des mächtigen Bußpredigers, der vor einiger Zeit im Jordantal diese große Bußbewegung ausgelöst hat und den dann Herodes, wir würden sagen, wegen Majestätsbeleidigung hinter Schloss und Riegel gebracht hat und am Ende ihn umbringt. Elia, der Prophet, der mit Ahab und Isabel es aufnahm, der 400 Baalspriester umbrachte und einen Jungen erweckte und am Berg Horeb Gott so nah war, wie vielleicht nur Mose vor ihm. Und die dritte Gestalt, die sie nennen, ist Jeremia. Man möchte fast meinen, eine tragische Prophetengestalt. Keiner hat so wie er am eigenen Leib erfahren, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Und sie steckten ihn am Ende in einem ausgetrockneten Brunnen. Und später muss er mit ansehen als Prophet, wie Jerusalem fällt und die Menschen alles verlieren und das Volk weggeführt wird. Die von den Jüngern aufgezählten drei Personen machen doch deutlich, Jesus, man betrachtet dich nicht als Messias, nicht als den Heiland dieser Welt. Darin sind sich alle einig, der Messias bist du nicht. Mit ihren Vorstellungen von einem rettenden Messias stimmt also das, was du lebst, nicht überein. Ich halte die Aktualität dieser Frage für heute für hochbrisant. Für wen halten die Menschen mich? Und Jesus muss es wissen. Jetzt muss er es persönlich wissen. Jetzt kommt aus dieser allgemeinen Frage, für wen halten mich die Menschen, die persönliche Frage, die ich eben etwas anders formuliert habe. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Ich möchte gern, dass diese Frage sich so einbrennt bei euch und dass ihr sie mitnehmt. Für heute und darüber hinaus, für wen hältst du Jesus? Ich halte das für eine entscheidende Frage. Und die Antwort ist noch entscheidender. Jesus setzt also voraus, dass die Jünger mit keiner dieser drei Personen einverstanden sind. Und deshalb fragt er, für wen haltet ihr mich? Ein kurzer Einschub in Klammern. Wir kommen zum Text gleich zurück bei dieser Frage, für wen haltet ihr mich? Mir ist nochmal aufgegangen in der Vorbereitung, dass es sich lohnt, mal darüber nachzudenken, wann hat Jesus mich eigentlich das letzte Mal etwas gefragt?
Wann hat Jesus dich das letzte Mal was gefragt? Wann hattest du den Eindruck durch das Bibellesen, durch das Hören, das ist eine konkrete Frage Gottes an dich und an dein Leben? Ich meine damit, ob wir uns überhaupt in unserem Denken, in unserem Handeln und Fühlen, in unserem Alltag von ihm so unterbrechen lassen mit einer Frage. Ob wir überhaupt da sind, ansprechbar sind, wenn er uns etwas fragen möchte. Also die Frage ist, wann hat Jesus dich das letzte Mal etwas gefragt? Zurück zu der Frage Jesu an die Jünger und an uns heute Morgen, für wen haltet ihr mich? Ich glaube, dass die Frage, die Jesus hier stellt, deshalb wichtig ist, weil sie darüber entscheidet, was mein Leben ausmacht. Was tonangebend ist für meine Gottesbeziehung. Und die Frage ist, welche Antwort werde ich geben? Und Simon Petrus bringt es dann auf den Punkt. Simon Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Also Petrus macht nochmal etwas deutlich, um zu sagen, du bist also nicht nur der Messias, der Christus, du bist nicht irgendein Gesalbter, sondern du bist der Gesalbte. Du bist nicht irgendein Erwarteter, sondern der Erwartete. Nicht irgendein Verheißener, sondern der Verheißene. Du bist also der Sohn Gottes, der eine und einzige im absoluten Sinn. Es ist also der eine, dem der Vater alles übergeben hat. Und ohne den niemand von uns den Vater kennen kann. Und Jesus sagt, dass wer mich sieht, also wir brauchen Jesus sozusagen als Brille, als zu lesen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können also den Vater nur durch Jesus sehen. Deshalb ist Jesus allein das, was wir brauchen. Der liebe Sohn, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Und diese Verheißung im Propheten Jesaja bringt das zum Ausdruck, dieses Lob, und macht deutlich, da heißt es, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und Petrus erkennt das. Und Jesus schiebt etwas wesentlich Wichtiges ein, weil das nämlich mit unserem Leben zu tun hat. Er sagt, Petrus, diese Erkenntnis hast du nicht von dir aus. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Das können wir also nicht aus uns selbst heraus erkennen. Das hat etwas mit der Verborgenheit zu tun und mit dem Zugang zu Gott. Diese Erkenntnis hat dir also mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus komme ich nicht zu dieser Einsicht. Und es ist interessant, wenn die Bibel von Einsicht oder Offenbarung spricht, dann nutzt sie ein Wort, was man mit Aufdecken bezeichnen kann. Also so wie man eine Decke wegnimmt und darunter das Verborgene frei wird. So wie man eine Decke wegnimmt, um den Blick auf das freizugeben, was vorher verborgen war. Paulus bezieht sich auf dieses Bild in einer anderen Situation im 2. Korintherbrief Kapitel 3 und beschreibt das. Und er sagt, bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Das, was Petrus erlebt und was Paulus hier beschreibt, heißt also, was vorher unbekannt war, wo ich vorher keinen menschlichen Zugang hatte, das wird aufgedeckt. Also mein Fleisch und mein Blut sind wahrhaftig die falsche Grundlage für meine Christusnachfolge. Es ist der Vater im Himmel und sein Geist, die mir klar machen, wer Jesus ist. Für wen hältst du Jesus? Amen.